So dann, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum JFD Devisenradar Webinar am Mittwoch. Immer mittwochs 15 Uhr bis 16 Uhr. Wir wollen uns heute wieder dem Markt zuwenden, der hier, ihr seht es gerade schon im Bild mit dem britischen Pfund, sehr, sehr stark daherkommt. Euro kommt jetzt auch so ein bisschen in Bewegung, so langsam, nachdem er hier den ganzen Tag über schon, ich will mal vorsichtig ausdrücken, in einer eher beschaulichen Range unterwegs ist, die sich hier dann aktuell Euro-US-Dollar 36 Pips, das ist wirklich mehr als dürftig. Pascal schreibt auch gerade schon wieder Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar bitte, den gucken wir uns auch gern an. Der war ja zuletzt auch immer wieder im Fokus und Pascal, mir scheint so, als würdest du auch ein Faible für dieses Währungspaar haben. Denn ich wage mich zu erinnern, dass wir auch zuletzt von dir da schon die Meldung bekommen haben, beziehungsweise den Wunsch des Währungspaares. Und insofern, Pascal, vielen lieben Dank für die Info. Auf jeden Fall könnt ihr auch alle, jeder für sich als Teilnehmer, immer wieder auch Wünsche äußern. Dafür ist das Webinar auch da, ja, dass wir uns hier immer wieder das ein oder andere Währungspaar näher anschauen und sozusagen im Universum der Währungsgegebenheiten uns dann im Detail mal anschauen, was denn da so abgeht. Genau, Anitra schreibt Euro-Britisch Pfund, jawohl, dann Günther, US-Dollar Katze, jawohl. Wie gesagt, keine falsche Bescheidenheit. Wir werden sehen, was wir hier neben meinen Favorites sozusagen von euch durchnehmen. Und dann nehme ich euch eure natürlich immer gern zuerst. Insofern tut es euch keinen Zwang an und immer reinhauen an Wünschen und ja, Vorlieben. Es kann auch hier in die Richtung Bitcoins gehen, Rohstoffe gehen oder auch Intraday. Wer es denn mag, wer hier Intraday-affin ist und gegenwärtig auch einen Trade laufen hat, das habe ich ganz früher so gemacht noch, das ist ein paar Jahre her, da haben wir meistens das Devisenradar auch in der Früh von 11 bis 12 gehabt. Da war auch immer wieder ein bisschen mehr was los an den Vormittagsstunden und da haben wir letztlich da auch relativ schöne Intraday-Settings finden können. Jetzt gleich machen die Amerikaner ja auch auf, das heißt, auch da haben wir sicherlich schönen Spielraum. Gut, liebe Leute, dann wollen wir uns dann gleich mal dem Markt zuwenden. Hinweis an dieser Stelle noch für alle die, die es nicht wissen, gehen wir mal kurz auf Facebook, oder Quatsch, brauche ich gar nicht auf Facebook gehen, ich habe sie ja hier in Guidance auch drin. Und zwar haben wir hier die World of Trading, meine lieben Leute, nicht wahr? Hier sind wir wieder am Start. Unser Stand vom letzten Jahr wird relativ ähnlich, vielleicht noch ein größeres, nicht vielleicht, es erfährt vielmehr noch ein größeres Upgrade. Unser Stand vom letzten Mal, dürft ihr euch darauf freuen, wieder Individualvorträge, Live-Action und natürlich auch das persönliche Kennenlernen, liebe Leute, definitiv gegeben. Also wer in Frankfurt ist, kommt's vorbei, schaut's vorbei und in Seminaren sind wir dann auch wieder vertreten. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, guckt's rein, wird spannend. So, jetzt wollen wir aber dem Markt mal die Chance geben, sich hier zu zeigen. Ich sprach eingangs ja vom britischen Pfund. Das haben wir hier heute wieder in einer extremeren Bewegung gesehen. Warum, wieso? Wir sehen es auch hier, weil wir haben News gehabt, heute 10.30 Uhr aus dem Vereinigten Königreich. Es gab eine ganze Menge. Und insbesondere hier erste Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts zum Produkts zum dritten Quartal. Ja, hier erste Veröffentlichung, also neue Zahl. Es ist nicht die zweite oder dritte, wo irgendwas nachkorrigiert wird und die bekannt ist, sondern die erste. Und das fiel stärker aus als erwartet. Entsprechende Manöver, Moves hier auf Seiten des britischen Pfunds. Wir sehen es hier in der Top 15 ganz vorn dabei. Also jedes Währungspaar hier mit einem Aufschlag von deutlich 1%. Und das ist natürlich sehr, sehr bullisch an dieser Stelle. Wenn eine Währung hier auf breiter Front gegen andere Währungspaare zulegt, das war oder ist vielmehr heute den Daten geschuldet. Schauen wir deswegen hier zu Beginn mal auf das britische Pfund. Passt übrigens hier zu Anitras Frage Euro-British Pound, der hier entsprechend unter die Räder geraten ist. Können wir uns wie gesagt im Detail gleich anschauen. Interessant hier, Wochenchart British Pfund US-Dollar vom März diesen Jahres. Schöner Aufwärtstrend, der während der letzten Wochen hier mehrfach getestet wurde. Neben dieser, ich sage es, schrägen Trendlinie haben wir hier auch noch so einen Horizontalbereich, den ich immer in den Chart hole, der auch vermuten lässt, dass hier eine Price Action Zone vorliegt, die von Interesse ist und die auch mit diesem aktuellen Move bestätigt wurde. Es lässt sich also ableiten, dass insbesondere auf Wochenbasis, und so können wir das britische Pfund hier mal catchen, wir sehen hier das Reaktionstief der Kerze von Anfang Oktober, dieser Wochenkerze. Das Low lag hier bei 1,30269. Machen wir es rund bei 1,3025. Okay? Und soll heißen, wenn wir hier unter 1,3025 fallen würden per Weekly Close, dann
ist meine Tendenz definitiv die, dass das britische Pfund Schlagseite hat und dann ordentlich wegbricht und dann haben wir hier einige 100 Pips gen Süden zu erwarten, denn dann sehe ich erst 1,2650 als nächste Haltezone, wäre dann praktisch hier diese Talfahrt. Das aber eher das Szenario, welches ich jetzt hier nicht favorisieren würde. Warum? Lässt sich auch relativ schnell erklären. Hat den Hintergrund dessen, dass wir natürlich jetzt hier einen schönen Move sehen nach oben. Allerdings läuft dieser Move in diese Stauzone rein, 1,3320, die wir hier sehr dynamisch im September haben überwinden können. Dann eigentlich, wie soll man mal sagen, hier ein Rücklauf, der bis zu dieser ersten Oktoberwoche noch human schien. Klassischer Pullback wäre hier möglich gewesen, aber nein, die Bären traten mal hier so richtig aufs Gas. Der Preis wurde durchgereicht und dann haben wir eben hier diese Supportlinie-Trendlinie gefunden. Und diesen Horizontalsupport, wo es dann eben hier im Oktober zur Stabilisierung kam. Gut, hier würde ich auf der Oberseite erstmal abwarten wollen, ob wir das Vorwochen-Vorvorwochen hoch. Und hier haben wir ein Level bei 1,3340 rund. Ich gebe hier immer noch zwei, drei Pips Aufschlag, um dem Markt auch ein Stück weit Spielraum zu gestalten. Aber ihr wisst natürlich genau, bei JFD mit unseren Core Spreads, dass ihr hier am Interbankenmarkt sicherlich die beste, engste Ausführung vorfindet, die ihr auch nur finden könnt an den Märkten, weil es wird ja, wie gesagt, da auch viel Schabernack getrieben in Sachen Spread-Ausdehnung und anderen Spielereien. Gut, aber wir wollen jetzt mal sehen, was passiert, wenn das britische Pfund die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen könnte. Das wäre, wie gesagt, höchst bullisch. Oberhalb von 1,3340 wäre dieses Szenario zu präferieren. Das mal die große Beschau zum britischen Pfund auf Wochenbasis. British Pfund US-Dollar hier als Major Pair, wie gesagt, ein Stück weit wegweisend. Insofern hier die Richtschnur und die Maßgabe dessen, wie das britische Pfund sich entwickeln könnte. Gut, wir hatten hier zuletzt auch eine, wir sitzen an diesem blauen Tendenzpfeil, eine durchaus erneute Schwäche erwartet, die sich auch hätte hier durchaus weiter fortsetzen können bis in diesen Horizontalzonenbereich. Um 1,29 auf Tagesbasis. Das ist nicht geschehen und man muss das auch mit der heutigen Kerze. Hier ist viel Kapital ins Pfund geflossen. Bruttoinlandsprodukt ist auch jetzt nicht so eine Randerscheinung als Konjunkturzahl, sondern eher auch ein Manifest, wo man sagen kann, diese Zahl wird beachtet. Und da das BIP besser ausgefallen ist, entsprechenden Kapitalumschwung. Aber auch hier seht ihr die Kerze vom 13.10. speziell. Oberhalb von 1,3340, da sind wir genau bei der Kerze, die wir im Wochenchart hatten, wäre meines Erachtens dann erst das Momentum so weit bullisch, dass wir die 1,36 und höher ansteuern können. Aber das Short-Szenario ist aufgrund des heutigen Movements erstmal vom Tisch. Da könnte nur, wenn morgen die EZB tagt ja morgen und wir haben auch morgen, lasst mich mal kurz nochmal in die News gehen, natürlich, genau, hier wie gesagt unsere EZB, die wird jetzt das Pfund nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, aber hat hier natürlich auch immer wieder Wirkungen auf den US-Dollar und da darf man mal gespannt sein, wie sich das dann ab morgen Nachmittag 13:45, 14:30 gestaltet. Morgen denke ich, werde ich auch den Euro im Devisenradar genauer beleuchten, um hier natürlich auch mal aufzuzeigen, was der Euro für Möglichkeiten sieht und wie und wohin die Reise da gehen könnte im Vorfeld der EZB. Beim britischen Pfund US-Dollar wirkt es wie gesagt bullisch. Es sieht so aus, auch dass wir hier einen kurzfristigen Impuls, Trendlinienaufwärtsimpuls jetzt skizzieren können. Und das symbolisieren auch die letzten Wochen. Neben dem großen, den wir auf Wochenbasis gesehen haben, haben wir jetzt hier seit Ende August auch so einen Aufwärtstrend. Und um es konkret zu machen, wäre hier wie gesagt morgen gegebenenfalls eine leichte Schwäche kaufbar. Dann hier eine Attacke in Richtung 1,3340. Und wenn wir da drüber gehen, das wäre das eigentliche Kaufsignal. Machen wir es mal hier so ein bisschen kryptisch, hätte ich fast gesagt. So. Wenn wir hier rüber gehen, dann sind die Bullen wieder am Zug. Wir schauen auch gleich mal auf die Saisonalität vom britischen Pfund. Was hier geboten wird. Sekunde, jetzt will ich mal hoffen, dass das Tool wieder lädt. Saisonalitätsübersicht, jawohl, da ist er. So, schauen wir mal auf das britische Pfund während der kommenden 20 Handelstage. Und dann, ihr wisst, dass ich nehme mal gerne die kommenden 40, um noch ein Stück weit nach vorne zu schauen im Sinne der Kristallkugel. Ja, und da bestätigt sich eigentlich ein schöner Move, ein schöner Aufwärtsimpuls. Von der Punkteskala her nicht so dynamisch, aber wir sehen zumindest, dass wir hier Rückenwind genießen könnten im Zuge einer weiteren Aufwertung, die dem britischen Pfund durchaus bevorstehen könnte. Es sieht, wie gesagt, ganz konstruktiv aus. De facto auch hier im Tagesschart, ich nehme mal diese Horizontalwiderstandszone raus. De facto hier im Tagesschart
kritisch, wenn wir hier diese Tiefs unterschreiten, insbesondere die von heute, der High-Movement-Kerze, dann sollte es Richtung der letzten Tiefs und durchaus nochmal in Richtung 1,29 gehen können. Fahrplan Britisch Pfund, also bullisch. Was sagt uns das für das Währungspaar Euro Britisch Pound? Hängt natürlich auch von der EZB morgen ab, gar keine Frage. Aber wir wollen mal auf den Euro gegenüber dem britischen Pfund schauen und hier mal betrachten, wohin die Reise geht. Der heute hier jetzt das entsprechende Schlusslicht ist. So, okay, gehen wir kurz mal ins große Bild. Da hatten wir auch unlängst schon eine weitere Schwäche erwartet nach dem schwachen Monat. Das ist übrigens jetzt der Monatschart. Ja, das war hier der September. Mega bärisch und auch an diesem Widerstandscluster gescheitert hier. Da müssen wir allerdings schon sehr, sehr weit zurückgehen, bis ins Jahr 2009. Da hat sich hier um ja, 0,91 eine Widerstandszone aufgebaut, die wir hier im letzten Jahr schon mal attackiert hatten. Genau hier im Oktober vor einem Jahr, ziemlich genau. Dann gab es die Schwächephase, Stabilisierung hier um 0,8380, dann ging es nach oben und jetzt mit dem starken August folgte hier ein mega schwacher September in Form eines, ja, man kann das als Bearish Engulfing definieren und hier auch die Annahme, dass wir hier durchaus nochmal in Richtung 0,83 zurücksetzen. Insbesondere, wenn diese Supportlinie hier bei 0,8765 gebrochen wird. Und ja, wenn das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar aufwertet im Zuge der nächsten Tage. Und jetzt insbesondere morgen der Euro hier unter Umständen nochmal einen Tiefschlag erhält. Das bleibt mal abzuwarten, was die EZB jetzt hier ausrichtet. Könnte es, wenn wir hier unter 0,8765 auf Weekly-Basis gehen, bereits schon dann hier auch eine weitere Schwäche geben. Könnte sich so erfüllen, will ich es mal sagen. Zumindest die Tendenzen dafür recht hoch, dass wir hier eine weitere Schwäche sehen beim Euro gegenüber dem britischen Pfund. Und die Saisonalität sieht hier wie folgt aus. Die stützt das Ganze auch noch. Schaut euch das mal an. Das ist ein relativ klares Bild. Ein relativ klarer Fahrplan gen Süden, der uns hier zeigt, na gut, auf Wochen-Monatsbasis sieht es nicht wirklich bullisch aus. Britische Pfund wirkt stark, auch mit den heutigen Impulsen gerade. Und dementsprechend sollte es doch hier eine weitere Schwäche geben können. Wirkt zumindest so, als hätte das britische Pfund da Spielraum. Deswegen revidieren wir auch hier die Tendenz von vor 2 Wochen mit einer möglichen Aufwertungschance. Wir sehen auch hier aber klar, dass wir mehr oder weniger in so einer Range-Phase jetzt stecken, seit Anfang Oktober. Ja, hier, das ist so ein Tauziehen. Euro gegenüber dem britischen Pfund sucht so ein bisschen die Orientierung. Aber ich möchte meinen, kurzfristig sieht es tatsächlich so aus, als würde auch nach einem kleinen Gegenmanöver hier durchaus nochmal 0,8850-0,8750 getestet werden können. Doch wie gesagt, Obacht geben. Morgen beim EZB-Tag, wenn es hier Überraschungen gibt, da kann es natürlich immer mal wieder Querschläger geben, aber eine gegenwärtige Einschätzung würde das präferieren, dass wir hier noch nicht am Ziel sind im Sinne einer möglichen Abwärtsbewegung beim Euro gegenüber dem britischen Pfund. So sieht das mal aus hier. Man hat auch sehr schön im Tagesschart zu sehen, wenn man jetzt mal hier relativ kryptisch, was habe ich denn mit kryptisch derzeit? Nee, relativ spartanisch wollte ich eigentlich sagen, hier diese Abwärtstrendlinie mal in den Chart zieht. Die grüne Linie hier können wir übrigens mal rausnehmen, so als deckelnde, einerseits Aufwärtstrendlinie, dann hier so ein Stück weit als deckelnde Trendlinie fungiert. Da ist immer der Kreativität eines Charttechnikers keine Grenzen gesetzt. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen Abwärtsimpuls, der sich eben durch diese Trendlinie auch unterstreichen lässt und der dem Euro gegenüber dem britischen Pfund hier eigentlich weiter zusetzen sollte. Ja, nur 87,50 bleibt kurzfristiges Ziel. Wenn wir hier weiter durchrutschen, gerade wenn das Pfund auch weiter stärker wird, dann könnt ihr sogar noch wesentlich mehr auf der Südseite gehen. So sieht es jetzt mal aus, liebe Leute. Britisch Pfund haben wir jetzt das Major Pair beleuchtet und auch den Euro. Speziell gegenüber dem British Pound. Jetzt wollen wir uns aber mal Britisch Pfund Yen anschauen. Der hatte unlängst ja auch schon im Zuge der Yen Pairs, den hatten wir auch hier im JFD-Devisenradar. Wo ist er hier? Die Yen Pairs. Auch schon hier mit der Annahme, dass da was geht. Da hat der Australdollar natürlich heute nochmal einen Tiefschlag initiiert und das ist ganz spannend, weil hier jetzt weniger der Yen ausschlaggebend ist, als vielmehr das britische Pfund mit seiner Stärke und vielmehr der Australdollar mit seiner Schwäche gegenwärtig. Ja, also der Yen war im Prinzip hier als schwache Währung eingestuft, aber jetzt dominieren hier die Basiswährungen sozusagen, ja, also Australdollar und British Pfund, sehr, sehr spannend. Und das gucken wir uns jetzt mal hier beim britischen Pfund gegenüber dem Yen an. Da eben auch die Annahme, dass wir hier den Konsolidierungsprozess eigentlich wohl beendet hätten. Wir sind ja auch mit einem Gap
sozusagen in den Markt gestartet. Hängt auch oft oder hing auch viel mehr mit den japanischen Regierungsgepflogenheiten zusammen. Weitere Verwässerung des Yens hier denkbar. Programm von Shinzo Abe und Co. hier definitiv weiter auf dem Vormarsch. Und ja, es wird wohl hier eine weitere Verwässerung des Yens geben. Und davon profitiert natürlich hier das britische Pfund oder profitiert es. Und dann gab es hier, und das hatte ich auch im Radar gesagt, grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich solche Wochenend-Gaps relativ schnell schließen. Also wenn es ein Up-Gap oder ein Down-Gap entsprechend gibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es in der laufenden Woche geschlossen wird, also in der nachfolgenden Woche, wenn wir hier im europäischen Raum um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit eröffnen, den Handel mit einem Gap, dann ist es in der darauffolgenden Woche, die klassische Handelswoche, dann sehr wahrscheinlich, dass das Gap geschlossen wird. Sehr wahrscheinlich auch immer in Gänsefüßchen. Weil man natürlich sagen muss, 100% gibt es nicht, aber die Statistik, und ich hatte vor längerer Zeit mal eine gesehen, und wenn ich das, sage ich mal, subjektiv beobachte, lässt sich immer wieder feststellen, dass wir hier doch ja, in 90% der Fälle das Gap schließen. Davon kann man mal ausgehen und es ist auch so geschehen. Und ja, nach dem Close heute dieser Up-Move, und der bestätigt im Prinzip genau das, dass wir hier die letzten Hochs nochmal attackieren im Bereich 152, 85 plus, und dann kann der oder das britische Pfund vielmehr auch weiter aufdrehen. Ja, begünstigt dann durch eine weitere Yen-Schwäche. Durchaus denkbar, wie ich euch auch hier nochmal im Seasonal zeigen werde. Denn hier geht es geradlinig hoch. Und das auch sehr dynamisch von der Punkteskala. Wir haben hier wirklich einen Rückenwind. Warum? Weil natürlich saisonal betrachtet die Aktienmärkte zum Ende eines Jahres hin hausieren, eine Hoss haben, sozusagen die Bullen das Ruder definitiv an sich reißen. Ob das jetzt Window-Dressing ist, ob das jetzt Aktienkäufe sind von verschiedenen anderen Parteien, die zum Jahresende hier noch aufspringen. Der Möglichkeiten gibt es viele. Der Tatsachen ist aber das geschuldet, dass es stattfindet. Und wenn die Aktienmärkte in einem Bullenmodus sind, wird der Yen eher gemieden. Ja, und genau das passiert. Rein saisonal betrachtet, hier ein schönes Spiegelbild, und in dem Sinne sollte das britische Pfund performen können. Wohin hier die Reise noch gehen kann, oberhalb von 153 Yen, das schauen wir uns jetzt mal auf größerer Chartbasis an. Dazu gehen wir jetzt mal in den Wochenchart. So, ja, Big Picture, hier eine wichtige Zone. Warum? Klar, die ist schon ein paar Jahre her, aber technisch durchaus relevant. Relevant, ja, weil wir hier im Jahr 2013 mehrfach diese Zone um, ich will sagen, 148 Yen touchiert haben. Mit diesem klassischen Durchbruch im Jahr 2016 im Sinne Brexit lässt grüßen, der Mega-Ausverkauf, dann hier der Pullback, und das ist ganz interessant. Das ist etwas, wo man wirklich sagen muss, warum drehte die Kerze hier im Dezember 2016? Da lohnt immer mal der Blick auch aufs Big Picture. Ihr müsst jetzt nicht 20 Jahre in der Historie zurück, ja. Aber was so im Bereich zwischen 5 und 3 Jahre liegt, ist durchaus interessant. Und dass der Preis hier vielmehr sich sozusagen toppte, stoppte, ja, ist sehr, sehr interessant. Und gleiches geschah hier auch nochmal, also das geschah hier im Dezember 2016, ja. Und gleiches nochmal hier im Mai 2017. Wenn das mal keine Zone ist, es gab dann sogar nochmal eine Attacke hier im Juli diesen Jahres, wusch, hier nochmal hoch zu gehen, ja, und wieder abgewiesen. Hier dann ein schöner Supportbereich um 140, hier runde Hausnummer noch. Also es ist wirklich fast schon bilderbuchmäßig, was hier abläuft. Nehmen wir uns mal das Rechteck hier raus und stellen das mal hier unten hin als Unterstützungsmarke. Wirklich grandios. Und dann hier mit diesem Monster-Move im September nach oben. Jetzt dann hier der Pullback, auch schön zu sehen an dieses Level. Und jetzt könnte man fast sagen, the sky is the limit. Es sieht so aus, als würde der Markt hier weiter nach oben aufdrehen wollen. Das ist eine durchaus zu, muss man mal aufpassen, ne? Jetzt mal hier ganz kurz den schönen, wie es so schön heißt, Moment, den Risk-Disclaimer, ne? Wusch, da ist es immer ganz klar. Ihr müsst immer aufpassen, liebe Leute, ihr handelt auf eigenes Risiko und immer was ihr einsetzt, kann natürlich verloren werden, aber nicht mehr als das. Nachschusspflicht gibt es bei JFD Brokers nicht mehr. Ja? Das schon seit Anfang des Jahres. Da waren wir auch noch schneller als die BaFin-Entscheidung, die dann im März kam. Hier haben wir das entsprechend umgestellt. Wichtig. Aber es sieht so aus, ja, ganz klar, dass der Markt hier die Chancen hat, auf der Oberseite weiter zu eskalieren. Und dann sieht man eigentlich das nächste Level auf der Oberseite. Ihr seht hier die rote Horizontallinie, die kommt hier auch aus einer früheren Unterstützungsmarke her. Einerseits Unterstützung, dann Widerstand, aber die würde ich jetzt nicht übergewichten wollen. Vielmehr wäre hier dieser Bereich, dieser Stauzonenbereich zwischen oder rund um 160 Yen denkbar. Das heißt, wir können hier noch 1000 Pips aufwerten,
wenn wir hier ein neues Verlaufshoch machen. Auf Wochenbasis wohlbemerkt. Ja, da muss er ja schon noch schön nach oben draus gehen, aber da kann hier sich noch ganz schön was ergeben. Und ihr seht es ja, ich meine, das britische Pfund kam ja hier auch knapp, ja, die Marke von 200 Yen wurde verfehlt, aber hier von 195, 196 Yen. Und dann gab es ja diesen ja, Tiefschlag, den Ausverkauf. Und jetzt sieht es so aus, als würde ein gewisses Revival gestartet werden wollen. Dennoch, im großen Bild ist das, was hier gerade stattfindet und sehr, sehr dynamisch wirkt, lediglich korrektiv einzuschätzen. Warum? Weil wir hier am 38er Level sind. Ja, die Fibonacci-Verhältnisse lassen grüßen. Wir sind hier an dem minimalen Korrekturrücklauf gerade mal gelandet. Und wenn die Preise jetzt hier ins Stocken geraten sollten, oder die Aufwertung vielmehr, ja, dann muss man vorsichtig sein, weil dann ist es im Prinzip so, dass hier eine Minimalkorrektur stattgefunden hat. Man könnte auch fast sagen, eine Optimalkorrektur, minimal wäre 23,8 an der Stelle, ne, 23,6, sorry, dieses Niveau, ja, da sind wir ja schon deutlich drüber. Aber wir haben ja im Prinzip einen schönen Rücklauf vollzogen, der jetzt dafür sprechen würde, wenn der große Abwärtsimpuls fortgesetzt werden sollte, dass die Preise jetzt hier auch drehen. Technisch betrachtet, ergibt sich jetzt aber Spielraum weiter nach oben. Aber man muss natürlich unterstellen, selbst wenn wir jetzt hier im Bereich 160 ein Ziellevel haben oder auch noch ein Stück weit höher gehen bei 166, 167, ist das immer noch ja, die ganze Wegstrecke der Korrekturbewegung noch nicht mal, sondern hier dann im Maximum-Ausdehnungsfall für den Fall der Fälle 167 das 61,8er Level erreicht und selbst hier könnte es auch nach unten abschmieren und der Bewegungserholungsimpuls wäre noch immer als rein korrektiv einzuschätzen. Also sehr, sehr spannende Geschichte letztlich, aber es deutet sich eine weitere Aufwertung an. Das kann man hier schon mal so sagen. Am Ende muss man natürlich auch immer wieder die geopolitischen und auch finanzpolitischen Rahmenbedingungen erfassen, weil natürlich der Währungsmarkt sehr, sehr orientiert ist an den großen Kapitalströmen, ja, und ich meine, was Intraday passiert, da ist es sicherlich jetzt nicht alle entscheidend, wenn man im 5-Minuten-Chart tradet, wo jetzt die großen Leitzinsausrichtungen sind und wo jetzt die Bruttoinlandsprodukte, sage ich mal, ihren Weg gehen, aber man muss natürlich auch immer das Gesamtumfeld sehen, weil so eine Währung ist im Prinzip eine Aktie eines Landes und hat natürlich da auch ein entsprechendes Manifest und das muss man auch ganz klar berücksichtigen, wenn man mit Währung handelt, gerade mittelfristige Trades hier zu berücksichtigen und dann natürlich auch da immer die Swap-Gebühren, die Rollover-Geschichten, ja, die Zinsdifferenzen, die sich dann wiederum auswirken auf entsprechende Gut-Abzüge im Sinne der Overnight-Positions. Ja, wichtig, sollte man auch immer wieder im Kopf behalten. Wir haben Steffen. Servus, grüß dich. Wir haben hier Euro-Dollar noch nicht besprochen. Den will ich morgen eigentlich explizit in den Fokus nehmen. Für alle die jetzt schon da sind, kein Thema, schauen wir uns auch gern. Der Euro-Dollar ja hier auch das beliebteste Währungspaar schlechthin im Währungsuniversum. Obgleich, wie gesagt, heute, lasst mich mal kurz blinzeln, 46 Pips sehe ich auf der Uhr. Das heißt, absolut unterdurchschnittlich in Sachen Range. Ja, das ist wirklich traurig. Ich hatte heute Morgen ja auch den Bitcoin hier in der Analyse. Da ist natürlich Wolle angesagt, nicht wahr? Das ist hier, sag ich mal, vom Anlageuniversum her natürlich ein Traum für Trader, wenn wir Volatilität haben, wenn wir Bewegung haben. Aber wir dürfen es natürlich auch nicht vergessen, so ein Bitcoin über Nacht zu halten, über mehrere Tage. Ja, da kann eben auch mal 10, 15, 20% Bewegung erfolgen und das dann Ganze gehebelt in die falsche Richtung. Sehr gefährlich für einen Account, aber deswegen auch immer wieder der Appell, ihr könnt nur eins kontrollieren, das ist das Risiko, liebe Leute. Und deswegen kann man natürlich auch hier kleine Positionen fahren und sollte hier auch immer wieder gesagt das Risiko in erster Linie sehen, um dann aufgrund des Risikoableitens entsprechende Chancen zu ermitteln. Und wenn das ein schönes Setup ergibt, dann kann man eben auch hier wie beim Bitcoin möglicherweise auf einen Short Trade setzen. Aber das gilt es eben erstmal zu betrachten, wenn hier entsprechende Trigger gekommen sind. Schauen wir uns mal kurz, bevor wir zum Euro gehen, den Bitcoin mal an, der sich hier so wieder ein Stück zurückzieht, Divergenz sozusagen festigt. Und das, wie gesagt, könnt ihr heute ja im Video nochmal genauer anschauen. Können wir auf jeden Fall vorstellen, dass der Bitcoin jetzt hier in Kürze noch weiter zurückkommt. Zumal jetzt ja hier am 16. November, ich will da jetzt auch nicht zu weit vorweggreifen, aber wie gesagt, da gibt es ja um eine Aufsplittung, Segwit und dergleichen. Da kann es ja, wie gesagt, auch noch turbulent geben. Oder auch andere Sachen, wenn hier mal wieder ein Server-Crash stattfindet oder irgendwas anderes. Das ist alles noch sehr anfällig. Es ist kein regulierter Markt. Das ist natürlich auch das, wo auch viele andere größere Adressen immer mal schauen. Nichtsdestotrotz, Kryptos, das habe ich heute Morgen auch schon gesagt, werden ihren Weg gehen. Ich glaube schon, das sollte man definitiv für die Zukunft berücksichtigen. Ich glaube aber nicht, dass diese
Euro oder Dollar ablösen werden auf mittelfristige Sicht. Ja, da gibt es ja erst nochmal einen ganz anderen Fall, den haben wir im Fernosten, nämlich hier den Renminbi bzw. den Yuan, den chinesischen. Sagen wir, das sind Währungsgefüge und Hausnummern, da ist der Bitcoin noch weit, weit weg von. Aber wie gesagt, man muss es definitiv zur Kenntnis nehmen und man merkt ja auch, wie populär es wird. Ja? Man hatte unlängst gehört, die Geschichte von mit Bitcoins bei Amazon bezahlen, mit Bitcoin bei Microsoft bezahlen. Und bei Amazon ist es ja gerade groß im Gespräch, wird sicherlich kommen. Bei Microsoft meines Erachtens soll es schon gehen. Und das ist natürlich immer eine Etablierung auch einer Währung, in dem Fall einer digitalen Währung. Und das sollte auch weiter vorangehen. Aber kurzfristig, denke ich mir, kann es hier auch noch mal gescheit knallen. Und ihr seht, dass wir reden hier über eine Abwärtsstrecke, die bewegt sich mal über 25%. Und dass sowas auch an einem Tag passieren kann, haben wir auch hier schon mehrfach erlebt beim Bitcoin. Ja, hatten hier schon diverse Ausschläge. Ihr seht es an diesen schwarzen Kerzen. Hier im September diesen Jahres erst oder auch hier mal so eine wirkliche Wust im Juli. Schrägstrich hier auch ein, ich sag mal, fast schon Flash Crash hier im Juni. Also nichts für schwache Nerven. Ganz, ganz wichtig. Aber ein Trading Vehicle, wo es Wolla gibt. Volatilität gleich Bewegung, gleich Chancen. Judy, jetzt gehen wir mal zurück zum Währungsmarkt der etablierten Art und Weise, so will ich es mal nennen. Und da haben wir heute hier jetzt nochmal, also Euro-Dollar wurde gerade mehrfach gefragt, Steffen, auch unabhängig von dir. Und da ist es natürlich so, den hatte ich auch im Devisenradar schon gecovert, mit der Annahme, hier könnte nach oben was gehen, wenn wir auch hier, und das sind immer so Triggerpunkte, die ich gern setze, anhand der charttechnischen Ableitung. Das heißt, ein gewisses Level muss überwunden werden oder unterschritten, bevor sozusagen weitere Preis-Action erfolgt und der Markt in die Richtung tendiert. Wir versuchen mit der technischen Analyse auch eine Risikoeingrenzung stattfinden zu lassen. Charts sind eine Art Massenpsychologie, komprimiert in Bewegung. Und also besser gesagt, die ganze Börse ist Massenpsychologie, ja, im Währungsmarkt auch die Preis-Action generell. Und mit der technischen Analyse sieht man eben Angebot, Nachfrageüberhang und tendenzielle Bewegungsentwicklungen. Und wenn man nicht auf den Chart schaut, weiß man überhaupt nicht, sind wir jetzt oben oder unten oder wie ist denn die Tendenz des Marktes, wie ist denn die Masse eingestellt zu irgendeinem Wert. Und wir sehen, dass der Euro grundsätzlich einen guten Flow nach oben genießt. Wir hier ein schönes Support-Level etabliert haben im Bereich 1,1680. Sehr, sehr schönes Level. Ja, also wirklich mit Punktlandung hier, mit Punktlandung dieser Kerze vom 6.10. Ein sehr, sehr schönes Niveau. Aber wir rangen jetzt auch seither ein Stück weit. Dennoch, wenn das hier das lokale Tief war, und da ist es daher geschuldet oder hergerührt, wenn ich sage, wenn wir hier gewisse Preiszonen nicht unterschreiten, bleibt es für mich neutral, Schrägstrich tendenziell bullisch, weil wir hier in einem Aufwärtsimpuls stecken. Rein markttechnischer Struktur, rein wellentechnischer Struktur, nennt es wie ihr es wollt. Es ist ja leicht zu sehen, dass wir hier in einem Aufwärtsimpuls stecken und der Markt lediglich derzeit konsolidiert. Hier kommt auch noch die 38er, das 38er Level dazu, im Sinne der Minimalkorrektur, wie wir es gerade beim British Pfund Yen auf dem größeren Bild hatten. Ja, hier nur gespiegelt in einem Aufwärtstrend. Hier ist praktisch auch eine Minimal- oder mit dem 38,2 Level nach dem goldenen Schnitt eine fast schon optimal Minimalkorrektur erfolgt. Ja, und das heißt, wenn es jetzt nicht darunter geht, hat der Markt gute Chancen, hier weiter aufzutreten. Und ich denke, die EZB morgen 13:45, insbesondere PK-Pressekonferenz 14:30, wird hier die ein oder andere Büchse der Pandora, nein, so dramatisch wollen wir es nicht klingen lassen, aber die ein oder andere Entscheidung treffen, wo dann der Markt hier durchaus in der Folge weiter tendieren kann. So, und da bleibt mal abzuwarten, wie gesagt, wie das jetzt hier am Ende ausgeht. Ich denke, tendenziell Chancen nach oben sind charttechnisch gegeben. Wenn es natürlich hier negative Überraschungen gibt, dann muss man abwarten. Für mich aber der Triggerpunkt nach wie vor hier das Level 1,1881 etwa. Und das bleibt es auch, weil wir sind hier, wie gesagt, in so einer Range, wo ich jetzt sage, seit Anfang Oktober ist ja so richtig nichts passiert, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, also das waren hier immer mal Versuche zum 11. und 12.10., dann hier zum 19. und 20. hier so ein Stück weit nach oben rauszukommen. Aber die schrägen Trendlinien-Trader werden sich freuen, hier immer schön abgewiesen an dieser Trendlinie. Da notieren wir jetzt unmittelbar dran. Ich will, oder ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir da heute rausschießen. Ja, ich denke, wir haben beim Euro, was haben wir hier im 10-Tage-Schnitt? Ach, je, 58 Pips bewegt sich der im 10 Jahre, 10 Jahre ist schon, das wäre dann sehr unterdurchschnittlich. Nein, im 10-Tage-Schnitt Euro-Dollar hier mit 58 Pips unterwegs an Range. Wir sind heute aktuell 46 gelaufen, also so viel, glaube ich, geht da heute nicht mehr.
Ich erinnere mich noch an Zeiten, liebe Leute, das muss ich jetzt einfach mal einwerfen. Da hat sich Euro-US-Dollar zur EZB eben 400-500 Pips an einem Tag bewegt. In einer Bewegung. Also, sag mal, da gab es einen 100-Pip-Move und dann wurden nochmal 200, 300 Pips draufgelegt. Das waren wegweisende, sage ich mal, Entscheidungen. Da wurden auch große Kapitalströme sozusagen neu ausgerichtet. Ob sowas morgen passiert, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Ja, dafür ist zu wenig Überraschungspotenzial im Markt oder, sag ich mal, in der Spekulation. Aber grundsätzlich wird ja auch die Zukunft an den Märkten gehandelt. Ja, wir schauen hier immer so 6 bis 12, 18 Monate voraus und da sind die Tendenzen natürlich die, dass die EZB hier auch restriktiver werden will in Sachen Euro, rein tendenziell Anleihekaufprogramm zurückfahren. Da hört man auch mal wieder gegenteilige Stimmen, aber das ist im Prinzip ja auch pro Euro zu sehen und deswegen auch die Erklärungsrunde der letzten Aufwertungsphase. Und der Euro hat sich ja auch auf großem Chartbild hier auch gut behauptet und zeigt da auf jeden Fall, was da sozusagen abläuft. Gut, also wie gesagt, hier, wenn es über 1881 geht, denke ich, haben wir einen Trigger, der dann die letzten Hochs über 1,20 Richtung 1,21 aktivieren würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis, was ich hier damals gezeichnet habe, das bleibt für mich eigentlich aktiv, wenngleich man hier jetzt der Fairness halber sagen müsste, wenn wir das hoch kaufen, ja, haben wir hier ein Risiko von 1,74, also 1,74%, knapp 207 Pips, Chance vielmehr, excuse. Und wenn man das natürlich jetzt hier ins Verhältnis setzt, wird's negatives CRV, ja. Soll heißen, das ist nicht das, was man handeln sollte. Aber wenn es hier einen Ausbruch geben würde, würde ich auch den Stopp gar nicht so tief setzen wollen, sondern hier unter die letzten Reaktionstiefs. Und da wird es eben schon wieder spannend, wenn wir das mal so ins Verhältnis setzen. Letzte Reaktionstief war hier vom Montag. Was haben wir da? 1,1724, und da könnte man im Prinzip auch hier drunter den Stopp setzen, und dann hätte man ja ein CRV. Ja, es ist nicht optimal, weil alles, was optimal ist, geht in Richtung 2 plus. Ja, also mindestens das Zweifache verdienen. Das Einfache bringt überhaupt nichts, liebe Leute. Ja, wenn man immer das verdient, was man auch verliert auf der Gegenseite, wird man langfristig nicht gewinnen können. Warum? Weil man Slippage-Phasen hat, also eine andere Ausführung kriegt als gewollt, sowohl negativ natürlich, aber auch positiv. Ja, da habe ich jetzt unlängst auch wieder einen Artikel verfasst, wo es darum ging, um Slippage. Alle Welt schreit, wenn sie ein negatives Slippage kriegt, aber vergessen mal nie die, die auch eine positive Slippage kriegen an dieser Stelle. Es gibt immer zwei Marktseiten, Käufer und Verkäufer, und wenn es eine Slippage, einen Spike in irgendeine Richtung gibt, dann ist es auch bei JFD bei uns so. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir in 86% der Fälle eine durchschnittliche oder positive Slippage ausweisen. Und wir geben die Slippage auch weiter. Es gibt durchaus Broker, die hier die Slippage eingraben, positiver Natur, ja, sich sozusagen, sofern sie überhaupt am realen Markt ausführen, die gar nicht an den Kunden weitergeben. Andere hingegen verbuchen dann immer saftige negative Slippages, die auch selbst erzeugt werden, teilweise an den Kunden. Und das ist natürlich nicht das, was man eigentlich tun sollte, wenn man es fair meint mit seinen Clients, mit seinen Kunden. Und da wisst ihr bei JFD Brokers, der Name ist Programm. Wir wollen nur eins. Und das ist eben auch das, dass ihr versteht, wie man handelt. Und da wollen wir auch im nächsten Jahr übrigens einiges Interessantes auffahren. Da werden wir auch zur WOT noch mehr erzählen. Und ich werde euch da zum Jahresende hin auch noch hier im Radar sicherlich den einen oder anderen Einblick gewähren, was wir da im kommenden Jahr machen. Wird auf jeden Fall spannend. Gut, aber zum Euro-Dollar wollen wir uns gar nicht hier zu sehr setteln. Das wird es auch sein, was ich morgen im Radar bespreche. Chance-Risiko-Verhältnisse habe ich hier mal definiert. Ja, man kann dann oder sollte auch relativ aggressiv nachziehen. Aber wenn der hier diese Abwärtstrendlinie bricht, hier rauszieht, man könnte auch hier schon das Hoch vom, was haben wir hier, was ist das höhere Hoch? 19. Oktober. Relativ gleich hier, ist ja unglaublich. Also 18,579. Ja, wenn man das hier kaufen würde, also ein Ausbruch aus diesem Niveau, auch legitim. Ja, ihr seht, die Gedanken sind frei. Da verändert sich oder verbessert sich das Chance-Risiko-Verhältnis dann schon in ein Verhältnis, wo ich sage, da gehen wir schon Richtung 2 zu 1. Das ist ganz nett. Ja, da kann man schon langsamer agieren und spekulativ eben auch hier schon den Einstieg wagen. Unterhalb des Vorwochenhochs hier von 1,8081. Das wäre für mich, wie gesagt, der Beitrigger. Wer spekulativer mag, könnte hier auch schon 20 Pips tiefer einsteigen, wenn es über die Hochs der Vorwoche geht. Ja. Und die Vorvorwoche wäre eben hier 1,1880, 1,68 wäre dieses Niveau. Das ist alles relativ nah beieinander. Warum? Weil auch die Range beim Euro eben, wie gesagt, jetzt hier relativ bescheiden ist mit aktuell eben hier den 46 Pips. Und so richtig viel mehr, glaube ich, geht da auch heute nicht. Er sieht es im Stundenchart oder auch jetzt hier im kurzfristigen Zeitfenster so aus, als würden wir jetzt erst nochmal ein Stück konsolidieren nach der
jüngsten Stärke, die wir gesehen haben. Die Amerikaner haben jetzt auch eröffnet, der Euro erfährt jetzt hier nicht wirklich viel Flow, wirkt alles ein bisschen zäh an dieser Stelle. So, wir wollen noch kurz mal sondieren, was ihr hier noch geschrieben habt. Im Chat übrigens da nochmal der Aufruf für alle, die neu jetzt dazugekommen sind, wenn ihr ein Währungspaar habt, was ihr euch wünscht, einfach reinhauen. Also, die Gedanken sind da frei. Jetzt lasst mich mal lesen, was ihr da so für Pascal, britisch Pfund, schwarzer Franken, klar, schaue ich mir an. Australdollar, Neuseeland-Dollar habe ich an der Stelle nicht vergessen. Manfred, britisch Pfund, Yen haben wir schon gut behandelt. Dürfte eigentlich dann hier sozusagen keine Frage offen geblieben sein. So, alle, die das Devisenradar dann im Prinzip heute sehen, können sich dann drauf freuen, dass Sie jetzt schon wissen, wie ich den Euro-Dollar morgen einschätzen werde, weil morgen zur EZB natürlich der Euro-Dollar klar im Fokus steht. So, schauen wir jetzt mal auf den Goldpreis. Horst, du hast gerade gefragt und ja, den habe ich auch schon auf der Pfanne, hatte ich auch im Radar. Ich hoffe, ihr seid auch regelmäßige Zuschauer des JFD-Devisenradars und das ist meine Einschätzung zu Gold. Wir sehen hier durchaus meines Erachtens nochmal einen Rücklauf in Richtung 61. In Richtung 1260. Hier könnte sich dann mit einem zweiten Bein, mit einem zweiten Boden sozusagen auch nochmals, wie gesagt, ein Move nach oben erschließen. Wäre jetzt tendenziell auch mein favorisiertes Szenario. Dazu muss aber die Marke von 1260 Dollar je Unze halten. Muss und sollte, dürfte ich auf jeden Fall nicht tiefer zurückgehen. Wenn das passiert, dann sehe ich eher Schwierigkeiten einer dann, ja, eines dann stärkeren Jahresausklangs. Mal beobachten. Ich denke, der Goldpreis hat hier auf jeden Fall gute Chancen, hier in diesem Bereich, wenn wir da zurücklaufen, sich zu stabilisieren. Im Worst Case, das muss man natürlich auch mal sehen, kommt der gar nicht bis dahin, ja? Also wir haben jetzt diesen Erholungsimpuls gesehen. Der läuft jetzt zurück und macht hier aber kein zweites Bein, sondern vielleicht haben wir heute das Tief gesehen, ja, und morgen mit der EZB schießt der Goldpreis schon nach oben. Dann wäre meines Erachtens erst interessant, wenn wir hier das Hoch vom 16.10. überwinden, weil dann der Goldpreis weiteren Auftrieb erfahren sollte. Aber ich denke, der dürfte noch ein bisschen zurückkommen. Also würde ich zumindest erwarten. Seasonal zeige ich euch auch gleich mal den Chart zu Gold. Und britisch Pfund, schwarzer Franken möchtest du gern. Pascal, gebe ich dir gleich durch. Kann ich dir gleich mal zeigen. Jetzt sind wir noch gerade beim Gold. Gold auch XAU-US-Dollar. Wisst ihr Bescheid? Interbankensymbole hier bei JFD. Wenn ihr Gold handelt, dann bei uns am Spotmarkt, am realen Interbankenpreis. Und da gibt es auch mit einem Spread von 0,12 Cent hier sicherlich oder 12 Cent vielmehr nichts zu bemängeln. Ja, wenn man hier die Unze handelt mit einem Spread von 12 Cent, ist ja geradezu ideal, um auch hier intraday zu agieren. Was sagt die Saisonalität? Wir laufen erstmal seitwärts. Ihr seht das im November dann ein Dip nach oben, um dann in den Dezember hinein abzuschwirren. Und das sogar recht deutlich. Das heißt, hier ist meines Erachtens eher die Preisaction am Chart jetzt gefordert. Wenn wir hier uns über 1260 stabilisieren, dann können wir hier im Einlauf des Novembers dann durchaus hier ein Stück weit Auftrieb erfahren. Im Dezember gilt es dann, die Situation sicherlich nochmal neu zu bewerten. Aber wenn wir hier nach oben laufen, dann kann die Saisonalität sich auch komplett mal umdrehen und der Markt dann viel mehr, wie es so schön heißt, nach oben spucken und dann eben überzeugenderweise seinen Lauf nach oben einschlagen, obwohl die Saisonalität nach unten zeigt. Das kann immer passieren, ja? Saisonalität ist ja hier kein Abziehbild für den zukünftigen Verlauf. Aber schauen wir auf das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken jetzt. Das ist die Tendenz. Holen wir uns doch auch am besten gleich mal den Chart rüber. Gold, wie gesagt, manifestieren wir jetzt auch mal mit einem Safe. Und britische Pfund, Schweizer Franken hier jetzt interessant. Da sticht auch gleich ins Auge. Ich hatte ihm übrigens heute Morgen auch schon mal einen Blick. Schaut euch das mal an. Da muss man jetzt auch kein großer Charttechniker sein, um zu sehen, dass wir hier eine interessante Zone haben, wo wir uns jetzt, soll ich mal, hinbewegen, drüber hinaus, sage ich mal, auch ansteigen könnten. Das britische Pfund, ja, die Einschätzung hatten wir ja vorhin, britische Pfund Yen und britische Pfund US-Dollar eher bullisch. Ich erwarte hier auf jeden Fall ja, eine gewisse Stärke, eine gewisse Fortsetzung der Stärke beim britischen Pfund, die hier auch gerade beim britischen Pfund Schweizer Franken zu einer massiveren Aufwertung führen könnte im Bereich einiger 100 Pips hier auf Wochenbasis. Chart wirkt meines Erachtens bullisch, also durch die Bank weg, neben der bullischen Saisonalität, die wir jetzt gesehen haben. Sieht das meines Erachtens mal ganz schick aus. Chart speichern und gehen wir mal in den Tagesschart. Hier hatten wir auch einen Seasonal Pattern,
auch mal aufgezeigt. Da reichte die Kraft nicht ganz, aber hier war es schön zu sehen, dass es dann doch nochmal ein Pullback an die Zone gab und später wurde das Ziel dann erreicht. Das ist immer so ein bisschen das, wie soll man sagen, ich will nicht sagen Problem, aber bei der technischen Analyse ist eben hier auch immer der Funken der Zeit, Entwicklung, der zeitlichen Entwicklung. Preisziele zu definieren oder auch Ausverkaufskorrekturziele ist technisch gesehen ganz gut herleitbar, sage ich mal. Gerade im Sinne dessen, dass man, wie gesagt, die Massenpsychologie einfängt anhand des Charts, wenn man da so ein Stück weit Übung drin hat und oder gewisse Mechanismus anwendet, ja, ob man jetzt hier Markttechnik, Dow-Theorie, Elliott-Wellen, was man auch immer nimmt. Jeder eignet sich dann auch mehr oder weniger über die Zeit seine eigenen Skills auch an, seine eigene Vorgehensweise. Eine liebt die SKS, der andere liebt wieder Dreiecke, der nächste Formation, der nächste hält wieder nichts davon, sondern zählt nur und schwört auf Elliott-Wellen. Letztlich geht es darum, ohne zu viel Hexenwerk zu versuchen, den Markt zu verstehen, zu lesen. Und da müsst ihr einfach viele Charts anschauen. Und wenn man eben eine Situation hat, dass man sagt, okay, ein Preisziel könnte erreicht werden, dann ist die große Kunst nochmal zu sagen, bis wann? Bei verschiedenen Chartformationen hat man auch die Möglichkeit, so eine Art Zeitintervall einzugrenzen. Ja, aber ob das dann eingehalten wird, steht auch wieder auf einem anderen Blatt. Vielmehr ist es eben wichtig, auch hier manchmal einen längeren Atem zu haben. Und bei diesem Chart sieht man sehr schön, dass wir hier vom Juni ausgehend durchaus ein bullisches Setup hatten. Im Sinne dieser Bodenbildung hier bei 1,2260. Das eigentliche Ziel hier, dieser obere Widerstandsbereich, was jetzt eine Unterstützung ist mit diesem Pullback-Level, sehr schön gesehen, kommen wir gleich nochmal hin, wurde wie gesagt sogar erreicht. Aber im Vorfeld hier im Juli hat der Preis dann nochmal abgedreht und hier nochmal eine Bestätigung gesucht. Nochmal hier das Level um 1,2260 bestätigt und hier sogar ein Dreifachsturm ausgebildet. Dann Aufstieg nach oben, wieder Rücklauf. Also wenn das keine Unterstützung ist, liebe Leute, dann weiß ich auch nicht. Sehr, sehr massiv. Sehr, sehr oft bestätigt. Ganz wichtiges Level, sollte der Preis nochmal abrutschen. Wenn es denn da runtergehen würde, dann wäre sozusagen dem weiteren Kursverfall Tür und Tor geöffnet. Jetzt dann aber so, die Aufwertung setzte sich weiter fort. So, jetzt gehen wir mal hier in diesen Widerstandsbereich. Auch schön herleitbar. Schaut euch das mal an. Hier die Zone. Ja, schön. Da laufen wir jetzt genau rein. Das heißt, der Preis kann auch durchaus nochmal konsolidieren in den nächsten Tagen, aber sollte tunlichst nicht zu tief zurückfallen. Hier unter diese bullische Kerze vom 20.10. idealerweise schon mal gar nicht. Und auch dieses Support-Level hier, da müssen wir auch die Fibo-Verhältnisse jetzt mal anpassen. Lasst uns das gerade mal machen vom letzten Reaktionshoch zum Tief. Was jetzt eigentlich hier dieses Niveau ist. So, da haben wir es. Ja, also hier haben wir das 38er, 50er Level, da sollte es nicht wesentlich tiefer runtergehen. Das muss man ganz, 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 ganz wichtig sagen. Hier den Preis oder einen möglichen Preisverfall stoppen. Denn wenn er hier in dieser Zone eintauchen sollte, dann sollte er sich hier eben stabilisieren und nicht runter zurücksetzen, weil die Gefahr dann eben einer weiteren Schwäche sehr, sehr hoch wäre, um dann hier möglicherweise nochmal 1,2260 anzulaufen. Muss aber nicht passieren. Wirkt für mich eher so, dass der Preis, wenn er es denn macht, hier so ein bisschen rumdämpelt, um dann hier eben nach oben rauszuziehen und richtige, und das sagte ich ja schon auch anhand des Wochenchartes, richtiges Movement abzuleiten. Und da redet man dann eben über einige 100 Pips Auftrieb, die wir dann ins Visier nehmen, wenn es passiert. British Pfund, Schwarzer Franken, aber definitiv auch interessant vor dem Hintergrund des generell bullischen Bildes beim Pfund. Aber Brexit lässt grüßen, gewisse Eskalationen oder auch negative Konjunkturdaten. Eine Revidierung zum Beispiel, wenn die zweite Veröffentlichung zum Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel kommt, hier, die dann plötzlich wieder auf 0,3 zurückgeht oder 0,2, das wäre die absolute Katastrophe, Fiasko, dann würde der Preis komplett die heutige Bewegung umkehren und Schrägstrich dann auch sicherlich ein negatives Nachwehen haben. Aber so muss man es einfach mal sehen und jetzt geht es mal weiter oder jetzt darf man mal weiter betrachten, wohin die Reise geht. British Pfund, Schwarzer Franken, saisonal, wie gesagt, bullisch. Und auch der Chart wirkt bullisch. So kann man das mal zusammenfassen. Gut, weiter im Text. Australdollar, Neuseeland-Dollar war auch noch im Fokus. Schauen wir mal auf diesen Chart.
So, da haben wir hier auch die jüngsten Eskalationen. Auch hier hatten wir sehr schön im letzten Radar eingegrenzt, wie man Risiko-Chance-Verhältnisse bemisst. Also in dem Fall war es jetzt mal eine Punktlandung dahingehend, dass man hier ein Entry feiern könnte. Auch hier die Struktur, übrigens ähnlich wie beim Euro so ein bisschen. Ja, wir haben hier eine tendenzielle Aufwärtsbewegung, höhere Hochs jetzt gemacht, höhere Tiefs. Hier einen schönen Boden gebildet, also wirklich mustergültig. Hier die Abwärtstrendlinie gebrochen, hier ein Seitwärtslauf. Und die Intention war hier ja tatsächlich, der Neuseeland-Dollar hat ja hier den Schiffbruch erlitten, hängt hier politisch zusammen, der Neuseeland-Dollar soll auch weiter geschwächt werden. Also hier finanzpolitisch die RBNZ, so heißt sie ja, mit einer weiteren Schwächung gesegnet, beziehungsweise die sind nicht daran interessiert, dass der Neuseeland-Dollar weiter aufwertet. Das hat hier während der letzten Tage, in der letzten Woche ja zu massiven Kapitalverwerfungen geführt und auch dazu, dass der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar massiv eingebrochen ist und auch hier, dass der Australdollar gegenüber dem Neuseeland-Dollar aufgewertet hat. Jetzt sind wir hier aber in der Zone, schaut euch das doch mal wieder an, rund 1,12. Ja, und das hatten wir auch beim letzten Devisenradar. Jetzt sieht das alles ein bisschen Harikiri hier irgendwie aus, aber wir sehen sehr schön hier 1,12, 1,13. Ja, 1,12, 1,13, das ist eine Zone, wo das Währungspaar schon seit vielen Jahren abgewiesen wird. Und genau in diesem Bereich dringt das Währungspaar jetzt vor. Insofern wird es sehr, sehr spannend zu sehen sein, was passiert in den nächsten Tagen. De facto sollte es hier eine nachhaltige Etablierung über 1,13 geben. Hätten wir auch hier ein neues Mehrjahreshoch, dann wären wir auch hier über die Hochs vom Frühjahr 2016. Gerade per Daily Close, ihr seht hier die Kerzenspitzen, das ist nie gelungen. Ja, die 1,13 per Daily Close zu halten bzw. darüber anzusteigen. Wenn das geschieht, dann spricht viel dafür, dass es auch hier eine weitere Aufwertung gibt. Natürlich nach den zuletzt starken Manövern wäre es wichtig, dass wir nur seitwärts konsolidieren hier. Ja, der Preis also sich sozusagen seitwärts bewegt, ohne deutlich abzusacken. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig im Sinne dieses bullischen Biases. Denn wenn die Kerze hier relativiert werden würde, und das kann man ja auch schon relativ aggressiv jetzt unterstellen, sollte der Markt diese Power Candle hier vom 19.10. umkehren, also hier Notierung unter 1,094,60, dann ist die Luft buchstäblich raus. Dann kann sich der Bias, das Bild auch sehr, sehr schnell drehen, der Markt dann auch hier komplett kippen und dann hat sich sie erledigt mit einer weiteren Aufwertung. Es sollte also, wie gesagt, jetzt hier idealerweise nur seitwärts konsolidieren, das Ganze und dann weiteren Auftrieb sollte kommen oberhalb von 1,13 per Daily Close. Sehr, sehr bullische Situation. Dann wäre auch hier diese schräge Trendlinie sicherlich nur kurzer Natur ein Widerstand. Sollte dann hier viel mehr weiter gen Norden gehen. Unterhalb dieses Levels, aber hier kann man auch direkt so eine Stop-Loss-Marke einzeichnen. Mega kritisch. Mega kritisch, ja. Ja, hier die, ich sag mal, 1,9460 unterschreiten würden, dann wäre ja ein klarer Folgeausverkauf definitiv zu erwarten. Sozusagen die gnadenlose Konsequenz. Euro-Neuseeland-Dollar, da hat auch Bernd, hier unser Bernie im Chat, im Stream, ein schönes Coverage gemacht. Wir holen uns mal den Chart rein. Heute nämlich hat er auch hier die Charts direkt betrachtet. Hier hatten wir übrigens einen Seasonal Pattern, hat er auch schön gemacht. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis von euch, liebe Leute. Ihr könnt hier in Guidance interagieren. Ihr könnt hier mir Charts in den Chat stellen, ihr könnt meine Charts ziehen. Wenn ihr wollt, schiebe ich den einen oder anderen dann auch immer rein. Und hier, wie gesagt, so ein Seasonal Pattern, was der Bernd anhand meines Trade Miners lokalisiert hatte. Ich war ja zuletzt noch relativ bullisch gestimmt, sodass wir uns hier stabilisieren, nach oben drehen, aber aufgrund der Eskalationsentwicklung hier 1910 und eben der Folge hat sich das Ganze eben gewendet, das Blatt. Und der Seasonal Pattern hat, und ihr seht, das hat der Bernd sehr schön eingezeichnet, hier im Prinzip eine Prognose von über 270 Pips, die hier in Aussicht stehen, vorausgesagt. Jetzt hatten wir unlängst, oder Bernd auch, das wäre auch eine Spekulation von mir gewesen, hier nochmal ein Pullback sozusagen anvisiert für alle die, die hier nicht reingekommen sind. Aber das Seasonal Pattern hat sich hier erstmal in vollem Maße umgesetzt, dass es eben schwach aussieht für den Neuseeland-Dollar und dieser Chart spricht Bände. Und zeigt natürlich auch, dass Saisonalität hin und wieder funktionieren kann. Hier natürlich dann gestützt durch fundamentale Aussagen. Aber Euro-Neuseeland-Dollar, da wollte ich eigentlich drauf gehen auf den. Den hat er nämlich hier auch schon relativ lange gecovert mit dem hin oder vor dem Hintergrund. Schöne Aufwärtstrend-Kanalstruktur. Hier hat das Währungspaar sich so ein bisschen, ich sag mal, zögerlich
Verhalten, ja, so ein Stück weit vorsichtig agiert, ja, ein Stück weit negative Divergenz fast schon aufgebaut und dann gab es eben jetzt hier die Power Candle vom Oktober und jetzt erhebt sich das Währungspaar sogar schon über diesen Horizontalwiderstand hier bei 1,6940 roundabout und ja, das wirkt sehr, sehr bullisch. Jetzt haben wir hier diese obere deckelnde Trendlinie, ja, eine Konsolidierung will ich jetzt mal nicht ausschließen, dass der Markt das hier ja, in Kürze initiiert, in Kürze startet, dass der Markt sich einfach mal ein Stück weit Erholung gönnt. Aufgrund eben der zuletzt erfolgten starken Performance in der Vorwoche und die aktuelle Woche, wie gesagt, strotzt ja jetzt auch vor Stärke. Wenn die EZB da morgen noch einen draufsetzt, dann sind wir hier ganz schnell ja, im Bereich 1,72, 1,73 und dann wird es, wie gesagt, spannend, ob wir hier abgewiesen werden, kurz konsolidieren. Aber der Aufwärtstrend ist sehr, sehr dynamisch derzeit. Deswegen danke an dem oder an dieser Stelle für den Chart Bernd. Genau. Wie gesagt, hier alles super aufrufbar, sehr, sehr interaktiv möglich und ihr wisst auch, dass wir hier über ein Broker-Login natürlich die Möglichkeit anbieten, dass ihr direkt aus Guidance heraus handeln könnt. Ja, das nächste Highlight an der Stelle, natürlich hier Handel über Guidance möglich. Gut, dann machen wir mal weiter, denn wir haben es schon kurz vor vier, meine lieben Leute. Jetzt muss ich kurz Revue passieren. Ja, US-Dollar Cut, den wollte ich noch final auswerten. Der hat sich nämlich nicht so entwickelt, wie es meines Erachtens war. Ein schönes Beispiel auch. Zum Abschluss könnte man natürlich immer was Besseres bringen. Wir haben zwar auch heute noch die hier um 16:30 Uhr immer anstehenden Rohöl-Lagerbestände. Da wieder drauf achten, ja. Kanadische Dollar sehr sensibel, was das angeht. Rohöl-Lagerbestände, also wenn der Ölpreis bullisch auftritt, ist der kanadische Dollar als Rohstoffwährung immer sehr, sehr gefragt, genau wie die norwegische Krone als ja, Ölwährung sozusagen. 16:30 geht es da mal wild zur Sache und insbesondere auch beim kanadischen Dollar. Der sollte eigentlich im Sinne einer möglichen Dollarschwäche, sollte es aber mal so eine Bezeichnung, mit welche mit Vorsicht zu genießen ist, weil, wie gesagt, wir können hier uns so viel wünschen und erwarten. Ja, wichtig ist, dass man sich einfach hier am Chart entlanghangelt. Und die Idee war, dass es hier eine weitere Schwäche geben könnte. Ja, insbesondere hier mit einem Tief unter 1,2435. Das erfolgte jetzt nicht. Das wurde nicht getriggert. Das war nämlich eigentlich die Chance gen Süden. Aber hier in dieser Seitwärtsrange sich einzukaufen aufgrund dieses Widerstands hier oben, um 1,2595, 1,26 fand ich sehr, sehr schick. Jetzt gab es dann hier am 20.10. diesen starken Auftakt, die starke Kerze hier nach oben, die diesen Widerstand schon, sage ich mal, verflüssigt hat. Und jetzt dann in den letzten Tagen sehen wir eben auch hier, dass das theoretische Stopplevel gerissen wurde und jetzt eigentlich auch die Perspektive vorherrscht, dass der weiter nach oben gehen kann, hier in Richtung 1,2780, 1,28. Sie sehen den grauen Tendenzpfeil, das wäre jetzt durchaus meine Annahme. Und das Short Setup hat sich erstmal so ein Stück weit legalisiert. Ja. Ach ja, Pascal, stimmt. Danke, dass du es gerade einschiebst. Wir haben jetzt ja auch noch die Bank of Canada, die ja hier zuletzt auch mit der Zinsmaßnahme überrascht hat, aber hier im Vorfeld, das war jetzt natürlich, danke für den Hinweis, etwas vorschnell, hatte ich heute Morgen auch gesehen, aber jetzt einfach überrannt. Wir haben ja auch hier nochmal, das ist übrigens sehr, sehr frisch, dass das jetzt eben hier die Pressekonferenzen sowohl die Fed auch auflegt, auch die, als auch jetzt hier die Bank of Canada. Hier dann später noch eine Pressekonferenz, die auch hier nochmal für Bewegung sorgen kann, dann allerdings ein Stündchen 15 später. Dürfte, wie gesagt, heute hier beim kanadischen Dollar durchaus treibend wirken. Also die Kerze heute wird meines Erachtens jetzt hier so eine Art Doji sicherlich nicht so bleiben, aber das Short Setup ist auf jeden Fall erstmal vom Tisch. Ja, da müssen wir, wie gesagt, unter 1,2435, 1,2440 gehen. Dann wäre es meines Erachtens wieder interessant. Jetzt erstmal der Bias nach oben. Short Setup hat sich erledigt. Hier jetzt im Zuge gerade der bevorstehenden Daten reinzugehen, würde ich mal schon überhaupt nicht in Erwägung ziehen. Hier empfiehlt sich immer mal die Seitenlinie und dann im Nachgang eines News-Impulses hier auch durchaus die Trendrichtung des großen Geldes einzuschlagen. Muss nicht verkehrt sein an dieser Stelle. Muss nicht verkehrt sein. Gut, das zum US-Dollar-Cut Loonie. Tendenziell bleibt der, und das sehen wir auch hier, in einem übergeordneten Schwächeimpuls. Ich glaube, wenn wir hier die 1,28, 1,2780 erreichen, wäre hier eine mögliche Short-Chance gegeben. Also eine mögliche Chance hier durchaus, diesen Erholungsimpuls, der sich jetzt dann doch weiter fortgesetzt hat, zu shorten. Aber aufpassen, wenn wir hier über 1,28 uns raus erheben, so will ich es mal sagen, steigen die Chancen auch signifikant an, dass der weiter auftritt. Ja. Insofern lasst uns das aktualisieren. Ich würde es mal
so darstellen wollen. Die 1,28, meines Erachtens, sehen wir auf jeden Fall. Gute 100 Pips kann er schon noch zulegen, um dann aber durchaus wieder hier seinen übergeordneten Abwärtstrend zu fahren. Ist aber ein dünnes Eis, beziehungsweise eine heiße Situation hier, weil, wie gesagt, wenn wir bei 1,28 uns etablieren, stehen die Chancen auch nicht schlecht für den Looney, wie ja das Währungspaar US-Dollar Cut auch genannt wird, dass der dann eben auch hier weiter aufwertet. Ja. Dollar beflügelt entsprechend, kanadisch Dollar entsprechend schwach, Preisverhältnis müsste hier entsprechend aufwerten. Warten wir mal ab, was passiert. US-Dollar Cut auf jeden Fall interessant. So, dann schlägt jetzt 16 Uhr. Die Bank of Canada hat losgelegt. Euro macht auch gerade wieder einen kleinen Move nach unten, wobei immer noch mit seinen 48 Pips mehr als übersichtlich. Fast schon peinlich, die Bewegungsarmut. Aber der Cut, US-Dollar Cut, bewegt sich hier schön nach oben, gerade in der Sekunde. Da haben wir den Stundenchart. Schöne Action. Wie gesagt, jetzt haben wir 16 Uhr. Wir können mal jetzt auswerten, was passiert. Momentum ist positiv. So sieht es zumindest jetzt mal aus. Ob das so bleibt, wie gesagt, entscheidet sich immer in der ersten Viertelstunde, gerade bei News. Immer darauf achten, dass man hier erstmal wartet, bis der Staub sich legt. Ja, wenn man jetzt hier natürlich jetzt wild positioniert, kann man auch mal schnell abgefischt werden durch wilde erratische Bewegungen. Also hier immer mal ein bisschen durchatmen. Mal schauen, das ist jetzt die Stundenkerze, wie das Ganze nach 15 Minuten ausschaut. Wir gehen mal in den 15-Minuten-Chart jetzt hier. Ja, starke Kerze, keine Frage. Nachdem es erstmal einen Dip nach unten gab hier, so ein neues Tagestief jetzt hochgeschnippt. Warten wir mal ab, wie das Ganze aussieht, wenn die Kerze mal schließt. Aber es wirkt zumindest sehr bullisch. Schauen wir mal auf den Newsflash von der Dyer News. Beziehungsweise so hieß es früher. Ja, viel mehr Guidance. So, Kanada, belässt den Leitzins. Okay, davon profitiert jetzt erstmal der Dollar an der Stelle. Ja, dass es hier keine Überraschung irgendwo gab. Entsprechend schnippt das Preisverhältnis nach oben. Und ich schnippe jetzt hier praktisch gleich off und wünsche euch hier sozusagen einen schönen Resthandelstag. Hoffe, das Devisenradar hat euch an der Stelle wieder gefallen. Wenn ja, würde es mich freuen. Ich lade es heute übrigens auch hoch. Also, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr es euch auch im Nachgang nochmal anschauen für alle die, die das eine oder andere verpasst haben oder zu spät dazu kamen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Ausklang. Hoffe, ihr hattet Spaß und in dem Zusammenhang auf bald. Beste Grüße, euer Chris Kämmerer und tschüss.